Jetzt muss ich mich ganz kurz melden. Und zwar heute aus meinem Garten, weil die Sonne so schön scheint. Ich habe das neue Video von Natalia gesehen, muss euch auch was Neues sagen. Rocky ist kein Kettenhund. Ich sehe das erste Mal, dass der Rocky angebunden ist. Es liegt daran, dass der Yoshi nicht zu Hause ist. Und es ist davon auszugehen, dass er Angst hat, dass sein Hund an den Zaun geht und dann von Natalias Hunden was abkriegt. Rocky ist normalerweise nie an der Kette. Der Yoshi hat ein Grundstück, das ist rund 5000 Quadratmeter groß. Da kann der Hund laufen, bis er umfällt. Er hat einen riesengroßen Garten, den er zum Bewachen hat, was er mit Bällen und so weiter tut. Es gibt einen Kettenhund im Dorf. Ja, das weiß ich auch. Das ist ein Schäferhund. Ich kenne diesen Hund seit Sommer 2018. Also seit ich das Haus damals gekauft habe. Und der Hund, der darf schon ab und zu mal dann am Abend oder so frei laufen, ist aber sonst sehr, sehr viel an einer sehr kurzen Kette. Und dieser Hund gehört Natalias Dauerhelfer, dem Franz. Und da stört es die Natalia komischerweise nicht, dass der Hund an der Kette ist. Aber wenn der Yoshi seinen Hund einmal an der Lederleine angebunden hat, vermutlich zur Sicherheit seines Hundes, dann muss das natürlich gleich gepostet werden, dass der Hund kein Wasser und nichts zu fressen hat. Ich habe gerade eine Nachricht von Yoshi bekommen, dass sein Hund so viel wiegt wie alle drei Hunde von Natalia zusammen, weil er eben gut zu fressen kriegt. Er kriegt zu viel. Ich habe es ihm auch gesagt, dein Hund ist zu fett. Und ja, Wasser hat er übrigens auch immer. Yoshi hat einen Brunnen. Und Yoshi hat auch Wasser in seinem Haus, Yoshi hat auch Strom in seinem Haus. Er lebt dort nicht hinterm Mond, er lebt in einfachen Verhältnissen, aber er kümmert sich um seine Tiere. Und an die Spender, die was gegeben haben für Yoshi, ich habe ihm auch Hundefutter hingestellt, nämlich die drei Säcke, die die Natalia ihm gestohlen hat. Ich sage absichtlich gestohlen. Sie hat diese Säcke damals bühlend geschenkt, wie wir die Felia geholt haben. Kaum waren wir weg, hat Natalia die Polizei gerufen und hat Yoshi beschuldigt, dass er die Säcke gestohlen hat. Yoshi hat sie dann zurückgegeben und dafür hat er jetzt auch drei Säcke Ersatz bekommen. Danke, Natalia, dass du deinen Nachbarn als Dieb bezeichnest. Du hast sie ihm widerrechtlich weggenommen. Es waren nicht mehr deine Säcke. Du hast sie vor Zeugen dem Bülent geschenkt. Somit waren sie in seinem Eigentum. Und was mit seinem Eigentum passiert, ob das Yoshi bekommt, ob wir das in Müll schütten, ob wir es mitnehmen, das ist nicht mehr in deinem Ermessen. Trotzdem hast du wieder einen Riesenaufstand gemacht, hast den Yoshi des Diebstahls bezichtigt, was absolut nicht den Tatsachen entspricht und deshalb auch wirklich in meiner Sicht eine absolut charakterlose Geschichte war. Und aber wie gesagt, Yoshi hat die wieder bekommen und ich möchte es jetzt hier nicht sagen, inwieweit, aber das andere Geld wurde sehr sinnvoll eingesetzt und diejenigen, von denen es war, denen erteile ich gerne Auskunft per E-Mail. Aber die Natalia muss hier nicht alles wissen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen, hoffentlich bei euch auch, sonnigen Tag. Und ein kleines PS möchte ich auch noch anbringen zum Thema Tiere und Wasser. Auf meinem Nachbarsgrundstück, da leben ein paar Hühner und ein paar Enten. Liebe Natalia, Enten sind Wassergeflügel. Bitte tauscht diese Kloake aus, die sie da zum Baden und Saufen haben. Es ist wirklich ein Dreckloch und dann regst du dich über Tiere anderer Leute auf. Kehr doch mal vor deiner eigenen Haustüre erst und dann geh gegen andere. Dann wärst du so lange und so ausreichend beschäftigt, dass du dich dann nicht mehr über den Hund vom Yoshi auch noch falsch auslassen könntest. Weil das Wasser, was deine Enten haben, das ist tagelang ein einziges, dreckiges irgendwas gewesen. Also es ist wirklich erbärmlich. Also
vor der eigenen Türe kehren, das Wasser deiner Enten täglich erneuern, auswechseln, frisch machen, Wanne putzen. Ich hatte auch Enten, ich weiß, das ist eine Sauarbeit, aber wenn man Enten haben will oder Tiere, dann machen die nun mal Arbeit. Das können dir hier wahrscheinlich alle auf meinem Kanal, auch auf deinem Kanal bestätigen und auch alle anderen Leute. Und Joschis Tauben werden versorgt jeden Tag und er kümmert sich auch drum. Du kriegst es bestimmt auch hin.